Wenn ihr wissen wollt, warum wir heute nicht draußen sind, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute! Tachchen! Heute sind wir mal nicht draußen, und zwar um euch zu zeigen, wie wir einige unserer Ausrüstungsgegenstände pflegen, denn Pflege ist die halbe Miete, und deshalb würde ich sagen, los geht's! Jeder kennt es. Jeder hasst es. Dreckige, verharzte Messer. Wir zeigen euch jetzt, wie wir die Messer jetzt schön entharzen. Auf geht's! Los! Ja Leute, kurz gesprochen, was brauchen wir dafür? Verharzte Messer, und mein Gott, davon haben wir mehr als genug. Ja, lange nicht entharzt worden, sollte man aber regelmäßig machen. Und wir brauchen noch... Öl. Ja, wirklich ganz einfaches Öl, ist auch vollkommen Bums, was ihr nehmt, ob ihr nun Waffenöl nehmt, ob ihr Sonnenblumenöl nehmt, das ist vollkommen egal. Alles, was ihr da habt, geht Weil klar. auch jeder Waffenöl zu Hause hat, na klar, Gerrit. Und jetzt, ganz, ganz simpel, ihr nehmt euch ein Tüschle. Danke. Darauf kommt ein Tröpfchen Öl. Oh Gott, nicht so viel. Ein Tropfen Öl fand ich gut. Ja, warum benutzen wir Öl dafür? Und zwar aus der ganz einfachen Sache, Harz ist aus welchem Grund auch immer fettlöslich. Das heißt, wenn man das Harz mit Fett in Berührung bringt, löst es sich. Und damit macht sich das dann wunderbar einfach, Harz von der Klinge zu lösen. Und wie ihr seht, ist die jetzt auch schon wieder wunderbar sauber. Was hier alles drin steckt für Dreck? Ja. Richtig nice, ey. Und das Schöne ist, wenn ihr jetzt auch Olivenöl für sowas nehmt oder, weiß ich, schönes Rapsöl, könnt ihr damit auch direkt eure Holzgriffe mit einölen, sofern die nicht lackiert sind. Also echt eine ganz, ganz coole Sache. Ist vor allem saukostengünstig. Ja, passt auf, dass ihr euch dabei nicht schneidet. So, wie ihr sehen könnt, ist das Harz jetzt weg und alle Verunreinigungen. Jetzt muss man nur noch das überschüssige Öl abwischen und trocknen und dann ist es fertig. Machen wir das jetzt auch noch. Das gleiche kann man natürlich bei Äxten machen und auch bei Sägen. Genau. Also unser ganzes Werkzeug machen wir eigentlich so. Passt. Nice. Und hier seht ihr das Endresultat. Eine entharzte, saubere Klinge. Kann euch ja mal alle drei hier zeigen. Zack. So ist das wieder schick. So muss es aussehen. Ja, wie gesagt, kostengünstig, einfach. Und schnell. Kommen wir nun zum nächsten Tipp. Kennt ihr das? Dreckige, verranzte, verkohlte Töpfe und Pfannen. Wir zeigen euch, wie man die sauber macht. Also, los! Ja, was brauchen wir für die ganze Sache? Essig? Wir brauchen Backpulver. Und einen dreckigen Topf. Und weiß Gott, den haben wir. So, Anni, wie funktioniert die ganze Sache jetzt? Ja, unser dreckiger... Gottes Willen, ey. Ja, ist ein bisschen schwarz. Ganz leicht das ist kein Schimmel, das ist gut. Auf jeden Fall sieht es eklig aus vom letzten Kochen. Bisschen angebrannt, bisschen dies, das. Das kriegt man halt mit Schrubben und Wasser nicht mehr so gut sauber. Also nehmen wir Essig und Backpulver. Und zwar, wir streuen erstmal Backpulver auf. Oha. Anni hat jetzt das Backpulver in den Topf geknallt. Backpulver ist einfach nur Natriumcarbonat. Und das geht dann halt in Reaktion mit dem Essig, der da gleich oben drauf kommt, eine wunderbare Reaktion ein. Das blubbert und brutzelt dann schön. Und so Gott will, wird es dann auch den ganzen Schmutz, der da drin ist, lösen. Schauen wir mal. Oh. Feuerfrei! Bang, bang! Hört ihr das Zischen? Jetzt arbeitet es gerade. Ja, das war's schon. Jetzt lassen wir das mal über Nacht einwirken und zeigen euch mal morgen, was es geworden ist. Ja, dann gucken wir mal, was sich da getan hat. Ja, das sieht doch schon gut aus. Wie aggressiv Backpulver und Essig ist, ja? Das war schon mal besser als vorher. Ja. Ja, dann werden wir das mal verdünnt wegkippen. Dann nehmen wir nochmal das Schwämmchen und versuchen mal, das wegzumachen. Mal gucken. Tropfen Fit noch mit rein, zack. Das Ergebnis. Ja, wir hatten ja nur den Boden quasi fertig gemacht. Ja, der ist gut sauber geworden. Will man es jetzt perfekt sauber haben, muss man die ganze Prozedur halt nochmal machen. Nochmal einwirken lassen, ein paar Stunden, nochmal abwischen und dann kriegt man auch die kleinen schwarzen Reste weg. Aber was man jetzt eigentlich so gut, glaube ich, sieht, der Unterschied ist, wir haben ja nur den Boden gemacht und die Seite sieht genauso dreckig aus wie vorher. So wie das Stückchen hier sah nämlich der ganze Boden aus. Und das Stückchen haben wir aber nur mit Fit einfach abgeschrubbt, um mal zu gucken, wie man sauber damit bekommt. Und wie ihr seht, gar nicht. Das ist so eingebrannt und festgebrannt, das habe ich mit dem Schwamm überhaupt nicht abbekommen. Und weil wir das eingewirkt lassen haben, ist das hier wunderschön sauber geworden. Kommen wir nun zum letzten Tipp. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig bösartige, dreckige Stiefel habt? Nach einer riesenlangen Wanderung. Durch Modder, Stein, Geröll und was weiß ich nicht. Wir wollen euch jetzt einfach kurz zeigen, wie wir unsere Stiefel pflegen und die mal wieder so ein bisschen sauber machen. Anni hat seine Botten schon lange nicht mehr gepflegt und deshalb... Ist mal wieder an der Zeit!
Ja, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Wasser, ein paar Bürsten, ein paar Tücher und gutes Schuko-Zeug. Also, los geht's. Ihr seht ja, die Botten haben ein bisschen Dreck abbekommen, sind nicht mehr die saubersten, deshalb werden die jetzt erstmal abgebürstet. Dazu nehmt euch einfach irgendeine Bürste, die ihr gerade zur Hand habt, oder holt euch mal irgendwo ein Schuhputzset und dann geht's los. Jetzt putze ich ja an die Schuhe, ich kann es nicht fassen. Ich find's so geil. Auch die Rückseite nicht vergessen, ne? Alles klar, Boss. Das war der erste Schritt. So, dann geht's jetzt hier weiter. Und zwar lasst ihr einfach mal ein bisschen lauwarmes Wasser laufen. Macht damit einen Lappen nass. Braucht ihr keine Seife oder sowas zu nehmen, sondern wirklich einfach wasserreich. Und dann geht ihr mal über den kompletten Schuh rüber und wischt den einmal nass. Wirklich schön sauber. Guck mal, was da an Dreck runterkommt. Nee, nee, nee. Das hätte Haue gegeben beim Bund, du. Das sage ich euch. Wichtig dann auch, Lappen gut ausbringen. Und nicht zu feucht wischen, weil sonst wascht ihr nämlich, wenn ihr das zu häufig dann zu feucht wäscht, die ganzen Gerbstoffe aus dem Leder raus. Das wird dann spröde und rissig und das ist doof, weil dann geht Schuh kaputt. Gut, fertig. Jetzt lasst ihr die erstmal trocknen, bis quasi die ganze Feuchtigkeit verdampft ist und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Gerrit hat es ja schon vorbereitet, netterweise. Jetzt machen wir weiter. Nachdem die richtig schön sauber gemacht worden sind, pflegen wir die jetzt mit Schuhcreme. Da ist echter Bienenwachs drin und pflegt die Schuhe und nährt sie auch. Das heißt, wir tragen eine dünne Schicht einfach überall auf und verreiben die. Also wie gesagt, die sind dann nicht nur schwarz und sehen schick aus, sondern das hat schon Sinn. Dadurch reißen die halt nicht so schnell und sind auch ein bisschen geschützt einfach. Also wir machen jetzt den zweiten gleich noch und dann lass das erstmal trocknen. Die Schuhcreme ist jetzt eingewirkt, jetzt streichen wir noch mit einem Baumwolltuch die überschüssigen Bestandteile ab und dann schauen wir, wie das dann aussieht. Polier den Schuh, komm schon. Gib dir Mühe, das sind meine Schuhe. So, da sind die Botten fertig. Ja, dann zeig mir her dein Ergebnis. Ja, jetzt sind wir fertig mit dem Schuhe sauber machen, sage ich mal. Und das Ergebnis, finde ich, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Man sieht vor allem hier vorne, da waren schon so leichte grüne Rückstände, die halt kommen, wenn man die Schuhe lange nicht putzt. Also André scheint schon ein bisschen länger keine Schläge betrieben zu haben. Sag die haben wir jetzt sowas, Gott sei Dank wieder rausgekriegt. Den Schuh wieder mit der Schuhcreme und dem Bienenwachs, der da drin enthalten ist, wieder geschmeidig gemacht. Ein bisschen gepflegt, dass halt das Leder auch wieder ein paar Nährstoffe gekriegt hat, weil das wäscht sich ja so langsam mit der Zeit raus. Was auch wichtig ist, wenn das Leder halt porös wird und so, dann bricht es halt auch schneller und dadurch geht der Schuh auch schneller kaputt. Das heißt, ihr habt nicht so viel Spaß damit. Also, ist doofe Sache. Und das wollen wir nicht. Richtig. Und wenn ihr das halt relativ regelmäßig macht, diese ganze Prozedur, die wir euch gezeigt haben, dann werdet ihr auch lange Spaß mit diesen Schürchen haben. Ja, das war schon. Ja, kommen wir zum Schluss der ganzen Sache. Topf haben wir gereinigt, Messer haben wir entharzt und die Schuhe glänzen jetzt auch wieder schön, wie der Pop ist. Ja, wie wir das gemacht haben, habt ihr jetzt gesehen. Waren jetzt unsere kleinen Kniffe, wie wir das quasi regelmäßig handhaben. Und jetzt würde uns natürlich interessieren, habt ihr irgendwie Probleme mit Ausrüstung, wo ihr nicht wisst, wie sollen wir die reinigen oder... Habt ihr irgendwelche anderen Alternativen zu diesen Gegenständen, wie ihr die sauber macht, wie ihr die reinigt, wie ihr die pflegt? Schreibt einfach mal in die Kommentare, was so geht. Abonniert nicht vergessen, Daumen nach oben und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Kommen wir zum nächsten Tipp. Kennt ihr das? Dreckige, verkohlte, verranzte Pfannen und Töpfe? Okay, nochmal. Kommen wir zum nächsten Tipp. Kennt ihr das? Dreckige, verranzte, verkohlte Töpfe und Pfannen. Pizza und Burger. Mach's aus.